Hallo meine Weltachler, es gibt nichts über gutes Popcorn, hä? Vor allem heute bei diesem brandheißen Thema. Geht es euch gut? Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von Philipp Hopf, das Interview mit der Professorin Guerot, die ausgiebig über ein Thema mit ihm gesprochen hat, und zwar kurz gefasst: Wenn man eine Lüge mehrmals wiederholt, dann wird es irgendwann zur Wahrheit. In Bezug natürlich auf die Pandemiezeit und was wir da so erlebt haben und was wir noch erleben, speziell jetzt in diesen Zeiten mit Ukraine-Krieg. Das, was sie aber noch gesagt hat, und das hat mich am meisten beeindruckt eigentlich vom Interview, dass in Deutschland über 60 Professoren entlassen worden sind von Universitäten, die nicht diesem Meinungsmonopol gefolgt sind. Dass sie einfach wiederholt haben, was ihnen da vorgesagt worden ist über den Krieg, über diesen Klimawandel und all diese Themen. Sobald man irgendein Thema anfasst, bespricht oder eine Meinung dazu hat, dann wird man ausgeschlossen. Das ist übrigens auch so in der digitalen Welt. Sobald man da etwas macht, eben ein Video oder so, mit dem Titel Ukraine oder eben Pandemie oder Covid, dann wird man blockiert. Oder man wird schubladisiert in eine Schublade, wo das Video eigentlich nicht groß distribuiert werden kann. Also es bleibt geschlossen in dieser Schublade. Und dann hat man sie auch gefragt, welche Kategorien von Menschen sind das, also so wie ich zum Beispiel, die nicht alles glauben, was denen präsentiert wird. Und dann hat sie drei Kategorien aufgezählt. Und zwar die ersten sind das die Gläubigen, die also keine Angst haben, auch vor dem Tod, die an die Wiedergeburt glauben und denen eigentlich das Schnuppe ist, was da jetzt auf der realen Welt passiert und was nicht. Die zweite Kategorie, und das war auch noch interessant, das sind alle Handwerker, die eigentlich einen normalen Beruf ausüben und noch Kontakt haben zur Erde. In dem Sinn, dass sie noch eine Holzplatte, dass sie noch eine Holzplatte anfassen, und dass sie mit ihren Händen arbeiten und dass die Verbindung zwischen Bauch und Verstand eigentlich immer noch vorhanden ist, weil die geerdet leben, die leben in der realen Welt sozusagen. Und die dritte Kategorie sind diejenigen, die das schon mal erlebt haben, früher. Und die glauben natürlich nicht mehr alles. Die kennen diese Manipulationssysteme der Kommunikation, der politischen Kommunikation. Und aus diesem Grunde hat sie auch das erwähnt, zum Beispiel eben mit der AfD, was da gerade in der Presse passiert, oder? Dass eine Partei, die von 6 Millionen Menschen gewählt worden ist, also Deutsche natürlich, so quasi in eine schubladisiert wird als eine ausländerfeindliche Partei. Und ja, man weiß ja, was da alles geschrieben worden ist über die AfD. Sie war auch part of the game. Sie war früher auch eingeladen bei den Talkshows und so, weil sie war eine Koryphäe, also sie hatte verschiedene Anstellungen gehabt in der Europäischen Kommunion und war wirklich eine große Nummer dort, bis sie zwei Bücher veröffentlicht hatte. Und ab diesem Zeitpunkt, wo sie eben über das geredet hat, und ab diesem Zeitpunkt wurde sie so quasi überall ausgeladen und sogar von der eigenen Universität entlassen, nur weil sie eine andere Meinung hatte. Und eben bezüglich der AfD, diese Kommunikation, die da getrieben wird, wenn man das oft wiederholt, dann glauben das die Menschen.
wenn man das immer wieder wiederholt, oder wie mit dieser Impfgeschichte und mit diesem Virus, dass das ja tödlich ist, sobald du das Fenster aufmachst, das haben alles die Leute geglaubt, weil das so viel mal wiederholt worden ist. Was ich auch noch erwähnt hatte, ist, dass es einen Unterschied gibt von Generationen. Das heißt also, unsere Generation, die 50-Plus-Jährigen, die kannten noch die alte Welt, die normale. Ja, ich töne schon alt. Also sagen wir mal, ich betitle das mal so, die normale Welt. Und hatten eigentlich erst diese digitale Welt und Elektronikgeräte spät kennengelernt, also ab 30 Jahren sowas, 25, 30. Hingegen die neue Generation, die haben von klein auf bereits Kontakt zu diesen Mitteln und Geräten, die haben eine konjunktive Störung sozusagen oder sind sehr beeinflusst. Und aus diesem Grund hat sogar Schweden ein Verbot gemacht in den Schulen von Schweden für Kleinkinder, für Kontakt zu haben mit digitalen Medien. Genau. Es gibt vielleicht auch andere Länder, die das auch so machen. Aber jedenfalls die neue Generation, die ist ja schon von mit klein auf in Kontakt mit eben Handy, Tablet, Computer und die haben so quasi eine konjunktive Störung. Die wissen nicht mehr, wie soll ich das am besten erklären? Also sie hat das am besten so erklärt, dass wenn zum Beispiel heutzutage mit diesen neuen Smart-Kühlschränken, die sagen dir, wenn das Joghurt zum Beispiel noch essbar ist oder nicht. Also du musst das nicht mehr fühlen und schmecken, sondern irgendein Computer sagt dir das. Und das musst du dann glauben, oder? Und diese konjunktive Verhalten wird dadurch gestört. Das heißt, der Mensch verliert den Sinn, der Mensch verliert den Geschmack, der Mensch verliert sogar den Verstand, auch durch KI. Weil KI präsentiert dir irgendein Ergebnis, das halt dann stimmt oder nicht stimmt, oder? Aber es wird sehr gesteuert, weil KI kann ja nur liefern, was sie gefüttert bekommt. Und von dem her gesehen ist das auch eine sehr einseitige Ausgabeinformationsstelle, die elektronisch gesteuert ist. Und von dem her gesehen, ja, also wir haben, glaube ich, sehr große Herausforderungen vor uns, vor allem mit KI, weil das ist eine Realität, die brandgefährlich ist und das wissen wir. Und es werden einige Jobs in ein paar Jahren nicht mehr geben, eben wie Texter, Designer, Programmierer. Ja, viele, viele Jobs wird KI alles übernehmen. Was dann kommen wird, eventuell, ist das Welteinkommen. Nicht nur die Besteuerung des Welteinkommens, sondern wirklich das Welteinkommen. Du hast dann plötzlich vom Staat einen Lohn, sozusagen, komm, ich gebe dir mal so ein bisschen Geld, damit du die Schnauze hältst und dich groß denken musst. Und du bist dann völlig ausgesetzt. Weil eben, diese Jobs kannst du ja nicht mehr machen, deinen Job kannst du nicht mehr machen. Weil das wird ja ersetzt durch KI. Für dich bleibt dann nichts mehr übrig. Du kannst nur noch zu Hause sitzen und dich vor die Glotze setzen und alles reinziehen, was dir da geliefert wird. Ja, was meinst du so dazu? Also macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Das Interview war gut. Also geht mal auf YouTube, Philipp Hopf, und schaut mal das Interview an. Also wirklich hochinteressant. Geht eine halbe Stunde, lohnt sich. Ich würde sagen, das lohnt sich. Was auch noch dazu kommt, obendrauf, on the top, du weißt gar nicht, ob du die Rente bekommst oder unter welchen Konditionen. Dann wird das vielleicht auch noch KI gesteuert. Man checkt zuerst, was du für Facebook-Einträge gemacht hast oder Instagram oder TikTok oder Twitter.
und eventuell bekommst du dann die Rente, wenn du ein Gutbürger bist für die oder nicht. Kann ja sein. Ist übrigens so auch bei den Arbeitnehmern. Wenn die mal Ende Jahr wieder eine Lohnerhöhung verlangen oder möchten, dann wird da zuerst mit der KI-Maschinerie alles durchleuchtet von diesen Mitarbeitern. Und je nachdem, ob er da ein angepasster Mitarbeiter ist oder nicht, wird ihm dann eventuell, falls er noch den Job hat und das nicht auch noch über KI, von KI übernommen worden ist, dann hat er eventuell dann eine Lohnerhöhung oder eben nicht. Aber damit die Menschheit nicht zu viel über solche Sachen nachdenkt, für das haben wir ja Fußball und Klima. Also macht euch keine Sorgen wegen der Zukunft, die ist schon KI verplant. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye bye.